vergessen, einen Auftrag durchzuführen. Und deshalb kann ich nochmal anfangen. So, die Macht der kommunistischen Partei aus chinesischer Perspektive. Wenn Tibet nicht genauso wie China unter der KP-Diktatur leiden würde, gäbe es die Tibet-Initiative nicht. Sie setzt sich anlässlich des Massakers in Lhasa seit 25 Jahren für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter und die Wahrung der Menschenrechte in Tibet ein. Wenn es die kommunistische Diktatur nicht gäbe, wäre ich nicht in Ost-Tibet geboren und auch nicht nach meiner Promotion in Westeuropa hängen geblieben. Dank des Internets konnte ich 2003 den ersten Beitrag über meine tibetischen Erfahrungen auf Chinesisch veröffentlichen. Wegen des tibetischen Aufstandes 2008 begann ich, die Tibet-Initiative mit Redebeiträgen zu unterstützen. Im Internet sind sie unter Beiträge über Tibet von Xu Pei nachzulesen. Ich bin dankbar für die Freiheit in Deutschland und möchte sie für die universellen Grundwerte und zur Wahrheitsfindung einsetzen. In diesem Vortrag möchte ich meine persönlichen Erfahrungen mit der kommunistischen Partei verdeutlichen, damit sie sich vor ihrer verlogenen repressiven, subversiven und korrumpierenden Macht schützen können, wie ich. Erstens, mein Weg von Ostasien nach Westeuropa. Mein Weg in diesem Leben begann in Dado, in Ost-Tibet. Ich lernte Tibet und Tibeter nur unter der KP-Diktatur kennen, insbesondere die kommunistische Geschichte. Verfälschung. Als ich in der sogenannten Volksrepublik China lebte, wurde ich so desinformiert, dass ich als Deutschstudentin den Wesensunterschied zwischen der DDR und der BRD, nämlich zwischen Diktatur und Demokratie, zwischen Unrechtsstaat und Rechtsstaat, zwischen Unfreiheit und Freiheit nicht erkennen konnte. Die KP Chinas verfälscht die Geschichte und die Nachrichten systematisch. In ihrem Machtgebiet ist die Zwangsgehirnwäsche durch das Erziehungswesen immer noch an der Tagesordnung. Mit 22 Jahren konnte ich Peking verlassen, um in Düsseldorf zu studieren. Als ich Ende 1988 in Ost-Berlin landete und die Berliner Mauer passierte, fiel mir zwar der große Kontrast zwischen den beiden Seiten auf, aber ich wurde erst durch das Massaker 1989 in Peking wachgerüttelt. Seitdem lehne ich die kommunistische Ideologie und ihren Neusprech Anna Georgieva ab, das heißt das kommunistische Lügensystem. Deshalb habe ich auch gleich angefangen, auf Deutsch zu dichten. Ich gehöre also zur Mauergeneration im Osten, wenn auch mit chinesischer Prägung. Während meine osteuropäischen Altersgenossen die Berliner Mauer und ihren Fall erlebten, konnte ich eine kommunistische Lügenmauer im Kopf überwinden.
Mein Erkenntnisweg spiegelt sich auf Deutsch in 5 Gedichtbänden und dem Roman Der Weiterweg des Mädchens Hong wieder. Ich habe ein Gedicht ausgesucht aus meinem 2. Gedichtband Lotusfüße. Da habe ich noch ich wollte nur Lyrik veröffentlichen. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts brach der kommunistische Dämon in den fernen Osten ein. Das Reich der Mitte wurde angezündet. In seiner Asche bin ich geboren. In chinesischen Stoffschuhen trat ich die gleiche Route in entgegengesetzter Richtung an. Raubte einen Wortschatz und Satzbau. Meine Pagode aus Buchstaben entsteht in einem fremden Wörtersee. Zum Ende dieses Jahrhunderts. Seit 2003 bin ich im Internet aktiv, um auf Chinesisch ein Loch in die kommunistische Lügenmauer zu bohren. 2008 musste ich bestätigen, dass die deutsche Welle, insbesondere ihr chinesisches Programm für Propagandazwecke der KP Chinas, missbraucht wird. Seitdem wirklich auch auf Deutsch den Handlangern der KP Chinas entgegen. Deutsche Medien, wie zum Beispiel der Spiegel vom 29. September dieses Jahres, hat mit einem fundierten Bericht die Einflussnahme der KP Chinas auf die deutsche Welle veröffentlicht. Zweitens, das Gespenst des Kommunismus von England nach Tibet. 1848 erklärten Karl Marx und Friedrich Engels mit dem Manifest der Kommunistischen Partei den Krieg gegen die universellen Grundwerte. Denn die Anstifter des Kommunismus bekannten sich offen zum gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mord und Raub wurden zum Klassenkampf und zur Abschaffung des Eigentums verklärt. Der Erste Weltkrieg ermöglichte Lenin die Diktatur des Proletariats, also einen rot lackierten Terrorismus in einem Agrarstaat durchzusetzen. Die Fluchtwelle vor den Kommunisten begann und dauert bis heute an. 1919 gründete Lenin die Kommunistische Internationale in Moskau mit dem Ziel, die ganze Welt zu erobern. Die Kommunisten gerieten dabei mit allen ethnischen, religiösen, sozialen und politischen Gruppen in Konflikt und in ein Konkurrenzverhältnis mit den deutschen Nationalsozialisten. Durch den Zweiten Weltkrieg konnten die Kommunisten weitere Länder besetzen oder spalten. 30 Jahre später, 1949, flohen der chinesische Präsident Chiang Kai-shek und seine Wähne vor den Kommunisten auf die Insel Taiwan, nach Hongkong und in den Westen. 10 Jahre später ergriffen der Dalai Lama und seine Anhänger auch vor den Kommunisten die Flucht nach Indien und in den Westen. Chiang Kai-shek unterstützte den tibetischen Aufstand und empfing 1959 tibetische Kämpfe in Taiwan. Aber der Dalai Lama strebte damals nach Unabhängigkeit und ging nicht auf die Bemühungen der Republik China ein.
die republikanische Verfassung, die im Jahr 1946 in Nanking demokratisch beschlossen wurde, sieht im Artikel 120 vor, die Autonomie Tibets soll gewährleistet werden. 1971 wurde die Republik China, die als Gründungsmitglied zum UNO-Sicherheitsrat gehörte, von der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten aus der UNO verdrängt. An ihrer Stelle trat die KP Chinas auf die Weltbühne, die seitdem überall die alleinige Herrschaft mit allen Mitteln beanspruchen will. Gleichzeitig gewannen im Westen die sogenannten Appeasement-Politiker wie Henry Kissinger die Macht. Mit ihrer Unterstützung konnten die Kommunisten die universellen Grundwerte in der Weltöffentlichkeit verdrehen und die Verlogenheit machte sich breit. Ich kann noch viele Beispiele nennen, aber ich lasse das, sonst, wenn wir in der Diskussion darüber reden, kann ich dann die Beispiele konkretisieren. Während die Kommunisten den Krieg gegen die freiheitliche Welt in Indochina, insbesondere in Vietnam, gewannen, rief der Dalai Lama zur Aufgabe des militärischen Widerstands gegen das KP-Regime in Peking auf. 1974 erklärte er zum ersten Mal offen, dass er den sogenannten mittleren Weg anstrebe, nämlich eine Autonomie Tibets innerhalb Rotchinas, ohne dabei die menschenfeindliche Ideologie und Legitimation der Kommunistischen Partei Chinas in Frage zu stellen. In den vergangenen 25 Jahren habe ich mich nicht nur mit dem kommunistischen Weltverbrechen auseinandersetzen müssen, sondern auch miterlebt, wie Tibet und der Dalai Lama im Westen behandelt und wahrgenommen werden. Durch Europäer, wie zum Beispiel die beiden Österreicher Peter Aufschneider und Heinrich Hare, die Zuflucht in Tibet vor der kommunistischen Eroberung fanden, habe ich Tibet auch aus westlicher Perspektive kennengelernt. Was mich dabei störte, war die Gleichsetzung von Kommunisten und Chinesen. Beispielsweise sagte Hare in einem Spiegel-Interview, das ist in dem Film 7 Jahre in Tibet, weniger um ihn oder um Aufschneider geht, als um Tibet. Und das Anliegen ist, diese Kultur ins Rampenlicht zu rücken und ihre Zerstörung durch die chinesische Besatzung. Dabei übersah er, dass es Tibeter gab, die zur Eroberung Tibets durch die internationalen Kommunisten beitrugen. Die KP-Diktatur wird auch von tibetischen Kommunisten mitgetragen. Drittens, Tibet wird wie China von Kommunisten besetzt. Am 2. Januar 1950 schickte Mao aus Moskau ein Telegramm mit dem Befehl von Stalin, Tibet vom Mai bis zum Oktober zu besetzen. 30 Transportflugzeuge hat Mao dazu aus Moskau importiert. Damit will ich wie immer betonen, dass der Konflikt um Tibet vor allen Dingen auf den Kommunismus und seine Expansion zurückzuführen ist. Die tibetische Kultur und auch die chinesische Kultur wurden von denjenigen zerstört, die kommunistisch infiziert sind, wie zum Beispiel von Cherin Doye, dem Vater der Schriftstellerin Cherin Weisse.
Er trat als Sohn eines Chinesen und einer Tibeterin mit 13 in die Rote Armee ein, die Tibet eroberte. Als er starb, war er bereits in der KP-Diktatur zum stellvertretenden Kommandanten der Roten Armee in Tibet aufgestiegen. Auf den Fotos vom Zerstören der religiösen Stätten, die er während Maos Kulturrevolution in Tibet machen durfte, sind nur Tibeter zu sehen. 2008 bat ich in einem offenen Brief den Dalai Lama, sich nicht durch die KP Chinas für den Missbrauch der Olympischen Spiele vereinnahmen zu lassen, sondern die Durchsetzung der Menschenrechte im Land zu unterstützen. Der Dalai Lama aber erklärte seine Unterstützung für die Olympischen Spiele in Peking, obwohl wieder ein Aufstand blutig niedergeschlagen worden war und in Rotchina sogar systematischer Organraub an den Anhängern der buddhistischen Bewegung Falun Gong betrieben wird. Ich habe extra ein paar Flyer mitgenommen, die liegen auf dem Tisch. Nachdem die kommunistischen Machthaber ihren Erfolg beim Missbrauch der Olympischen Spiele feiern konnten, verkündete das KP-Regime im November 2008, dass es niemals Verhandlungen über eine tibetische Autonomie aufnehmen werde. Trotz der massiven Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen im gesamten Machtgebiet der KP eröffnete die tibetische Exilregierung zum 25. Gedenktag des Tiananmen-Massakers eine Webseite, um für die Autonomie im Rahmen der KP-Führung zu werben. Währenddessen hält die Fluchtwelle vor den Kommunisten weiter an. Ich habe Flüchtlinge verschiedener Ethnien, Sozialschichten und Glaubensrichtungen kennengelernt. Exilanten kommunistischer Staaten, insbesondere aus Rotchina, sind heute überall auf der Welt anzutreffen. In München leben viele Exil-Uiguren, während die uigurische Elite in ihrer Heimat entweder korrumpiert oder verfolgt wird. Beispielsweise wurde der uigurische Wirtschaftswissenschaftler Ilya Toti im September als Separatist zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er, wie Dalai Lama, nur die versprochene Autonomie seiner Heimat innerhalb Rotchina fordert. Die KP Chinas treibt die Uiguren zum gewaltigen Widerstand, die Tibeter zur Selbstverbrennung, die Taiwan-Chinesen zur Sonnenblumenrevolution und die Hongkong-Chinesen zur Regenschirmrevolution. All das hat gezeigt, nach der Autonomie innerhalb Rotchinas zu streben, ist, als ob man einen Tiger um sein Fell bittet. Darum weise ich immer wieder darauf hin, dass der mittlere Weg nur gangbar ist, wenn zuvor die KP Chinas aufgelöst wird. Ich bin einverstanden mit der Gewaltlosigkeit des Dalai Lamas, aber ich bestehe auf Nicht-Kooperation mit dem KP-Regime, das mindestens 80 Millionen Todesopfer gefordert hat und noch weitere unschuldige Menschen umbringt. Deshalb unterstütze ich die friedliche Parteiaustrittsbewegung, die seit 2004 durch die Veröffentlichung der General
Abrechnung mit der Kapechinas 9 Kommentare über die Kommunistische Partei zustande kam. Täglich nimmt die Zahl der Menschen zu, die im Internet ihren Austritt erklären. Am 65. Gründungstag Rotchinas waren 81.002 Leute, die sich geistig vom Kommunismus befreiten. Der Stand vom 2. Oktober beträgt 179.046.490. Ich hätte noch mal nachschauen können heute, aber das habe ich nicht geschafft. Hat jemand von Ihnen durch die deutschen Medien von dieser großartigen Selbstbefreiungsbewegung, der chinesischen friedlichen Revolution, gehört? Warum nicht? Das hängt meines Erachtens mit der Unterwanderung des Westens durch die KP Chinas zusammen. Jetzt komme ich dann zu dem Punkt, der Sie am meisten interessieren sollte. Unterwanderung Deutschland durch die KP Chinas. Im Gründungsjahr der DDR und der BRD hat Mao auch Rotchina ausgerufen. Während die Republik China schon 1911 gegründet wurde, die DDR unterhielt diplomatische Beziehungen zu Rotchina von ihrer Gründung bis zum Zusammenbruch und gratulierte der KP Chinas zu ihrem Tiananmen-Massaker. Die diplomatischen Beziehungen mit Nazi-Deutschland brach die Republik China 1941 ab. 1958 durfte die Republik China in der BRD die erste Vertretung eröffnen. 1972 nahmen die deutschen Appeasement-Politiker die diplomatischen Beziehungen zur KP Chinas auf. Mittlerweile unterhält die KP Chinas eine Botschaft und 4 Konsulate in Deutschland. In München gibt es auch eins. Neben den diversen Partnerschaften auf allen Ebenen. Bayern hat seit 20 Jahren, das war 1987 noch länger, ist nicht nur 20 Jahre, aber in dem Finanzpark steht ein Konfuzius, eine Konfuzius-Statue, die die Provinz Shandong zum 20. Jubiläum Bayern geschenkt hat. Die habe ich zufällig gesehen. Und Geschäftsbeziehungen in allen Bereichen nehmen auch die sogenannten Konfuzius-Institute, die dem KP-Regime als Auslandspropagandazentren dienen, seit 2006 in Deutschland rapide zu. 2011, als ich mit einem Brief die deutschen Rektoren warnte, die ein Konfuzius-Institut zugelassen hatten, gab es 11 davon. Nun gibt es eine Liste mit 16 deutschen Städten, in denen solch ein Propagandazentrum eröffnet wurde. Das Konfuzius-Institut in München feierte in diesem Jahr sein 5. Jubiläum. Laut eigener Aussage haben sich in den vergangenen Jahren über 3000 Chinesisch-Sprachschüler dort angemeldet und über 150 Veranstaltungen wurde durchgeführt. Ein Publikum von über 50.000 Leuten hat dieses einzige Auslandspropagandazentrum des KP-Regimes erreicht. Im Namen des Konfuzius verbreitet das KP-Regime die kommunistische Unkultur, ein sinnentleertes und formentstelltes Rotchinesisch wird weltweit verbreitet.
wie die Sicht der Kapechinas, beziehungsweise ihre Lügen. Tibet gehöre seit Alters her zu China. Die Republik China auf der Insel Taiwan sei kein selbstständiger Staat, sondern eine Provinz der sogenannten Volksrepublik China. Die Verfolgung der buddhistischen Bewegung Falun Gong, die das KP-Regime seit 1990 mit Hilfe des ganzen Staatsapparates betreibt, wirkt wie andere Verbrechen ausgeblendet. Zur Schamoffensive der KP-Chinas gehören beispielsweise auch die China-Feste und Mondfeste, bei denen die chinesischen Sitten und Gebräuche für Propagandazwecke der KP-Diktatur missbraucht werden. Einerseits werden mit solchen Festen die Verbrechen des KP-Regimes vertuscht. Andererseits dürfen sich nur diejenigen an diesen Festen im Ausland beteiligen, die sich der KP-Ideologie unterwerfen. Deutsche Medien, die uns darüber aufzuklären hätten, kooperieren immer noch mit den Sprachrohren der KP-Chinas. Seit Mai 2010 findet sogar jährlich ein sogenanntes Medienforum China-Deutschland statt. Dort treffen sich führende Medienmacher, wie zum Beispiel Peter Limburg, der seit 2013 die Deutsche Welle führt und durch seinen Kotau vor Peking aufgefallen ist, mit Berufspropagandisten der KP-Chinas, wie zum Beispiel dem Chefredakteur des nationalistischen Blattes der KP-Chinas, Global Times. Die rot-chinesischen Medien können sich den zunehmenden Vorschriften und Verboten der KP-Diktatur nicht entziehen. Und die deutschen Medien haben die Verbote und die Sicht der KP-Chinas zum Teil auch übernommen. Deshalb habe ich mich auf die Tabus der KP-Chinas, wie zum Beispiel das Tiananmen-Massaker, Falun Gong, Tibet, die Republik China, Uiguren und so weiter, spezialisiert. Die genannten fünf Tabus sind die großen Verbote der KP-Chinas. Menschen im Land, die eins dieser Tabus brechen, könnten schon ihr Leben verlieren, wie der Musiker Yu Zhou, der 2008 wegen Falun Gong zu Tode gefoltert wurde. Er gehört zu den fast 4000 verifizierten Todesopfer durch die Verfolgung von Falun Gong Praktizierenden. Die Desinformation der KP-Chinas bringt im deutschsprachigen Raum zu einer gängigen Behauptung: Es kann kein gravierendes globales Problem mehr ohne die Volksrepublik und damit ohne die Kommunistische Partei Chinas gelöst werden. Zitat Ende. In Wirklichkeit ist es die KP Chinas, die seit ihrer Gründung nur Probleme schafft. Es gibt keinen Konflikt, der nicht auf die Kommunisten zurückzuführen ist. Die IS-Kämpfer haben erneut vorgeführt, dass es auf der Welt Terroristen gibt, die das Menschenleben und die universellen Grundwerte missachten. Sie kennen nur Faustrecht. Dazu gehören nicht nur der sogenannte lupenreine Demokrat in Moskau, sondern auch seinesgleichen in Peking. Denn sie sind von Kindesbein an kommunistisch infiziert und kennen nicht anders. Der Kampf
zwischen Terroristen aller Art und ihren Gegnern findet überall statt. Manchmal mit Waffen, manchmal mit Worten, manchmal sichtbar, manchmal versteckt. Ich hoffe, dass Sie alle auf der Seite stehen, die sich gegen die Kommunisten und andere Terroristen wehrt. Zwischen Gut und Böse gibt es nämlich keinen mittleren Weg. Das war's. Vielen Dank. Das ist dann mein Beitrag zu dem heutigen Abend. Und jetzt können Sie Ihren Beitrag dazu leisten. Könnten Sie den Vortrag auch in China halten? Nein. Nach meiner Promotion, das war 1996, habe ich den allerersten Versuch unternommen, nach China zurückzukehren. Aber ich habe dann sofort gesehen, keine Chance. Da war ich noch nicht so gut informiert. Da wollte ich nur als Germanistik-Dozentin arbeiten. Aber man darf nicht über Tiananmen-Massaker sprechen. Das heißt, ich habe mir eingeredet, okay, ich will gar nicht darüber reden, aber wenn ich gefragt werde, dann möchte ich nicht lügen. Und das, also ich kann nicht lügen, deshalb habe ich gesagt, okay, dann muss ich eben nach Deutschland zurückkehren. Aber eine Frage, Sie sagten, Sie sind in den 80er Jahren nach Deutschland. Ende 88, vor dem Tiananmen-Massaker. Okay. Da die Frage ist, wie hatten Sie die Möglichkeit, oder woher kam das, dass Sie überhaupt die Möglichkeit hatten, eben nach Deutschland auszuwandern? Weil aus meiner Erfahrung heraus war es ja meistens so, oder heißt es zumindest, dass eben die jungen Chinesen, die eben zu der Zeit nach Deutschland oder Europa ausgewandert sind, zum Studieren etc., dass die in der Regel aus Kaderfamilien kamen etc. Das bin ich leider auch. Okay. Also mein Vater hat mit Gewehr für das KP-Regime gekämpft. Und deshalb komme ich aus dieser Funktionärsfamilie. Und darum habe ich in China gar nicht die Möglichkeit gehabt, diese Lügen zu durchschauen. Also für mich hat alles gestimmt. Aber wir werden ja desinformiert und ich konnte auch gar nicht erfahren über dieses Laogai-System und wie die Menschen umgebracht werden. Also alle intelligenten Köpfe werden ja systematisch schon verfolgt oder umgebracht. Das heißt, das Umdenken kam erst eben, als Sie im Ausland waren? Richtig, durch das Tiananmen-Massaker. Also ich habe heute noch zwei Bekannte, ich muss jetzt anders ausdrücken. Als ich nach meinem Studium ich musste ein Jahr lang für den Staat arbeiten und dann erst durfte ich ausreisen. Und da habe ich diesen Job als Reiseführerin angenommen. Und als Reiseführerin habe ich die Familie Behrens kennengelernt. Das war 1988. Und die beiden konnten Ihnen dann erzählen, wie ich als Reiseführerin, also wie ich die überzeugt habe oder wie auch immer. Also ich war ehrlich zu allen und ich habe alle Leute gerne beteuert und weil ich selber stolz war auf mein Land, auf meine Heimat und auf all die Sehenswürdigkeit und auch die Küche und so weiter und so fort. Ja, wir waren damals sehr begeistert von ihr, weil sie sehr charmant das in Deutsch rübergebracht hat, uns im Lande geführt hat. Und alle haben ihr Adresse gegeben, weil sie gesagt hat, sie würde gerne mal in Deutschland weiter studieren. Und es hat dann Leute gegeben, das waren noch andere, die ihr das dann ermöglicht haben, die eine Bürgschaft geleistet haben. Und eines Tages kriegt man hier in München einen Anruf, dass sie da ist.
Seitdem haben wir diesen Kontakt mit ihr. Wir haben uns immer mal wieder gesehen und getroffen und ihre Entwicklung hier mitgemacht. Eigentlich gestaunt, immer wieder staune ich, dass man in einer anderen Sprache, was sie uns vorgelesen hat, ihre Doktorarbeit über die Bettina von Arnim und so weiter, was also uns gar nicht mal so geläufig ist im Thema, dass sie da eine Doktorarbeit in Deutsch einmal beschreibt. Also das ist sehr, sehr erstaunlich. Und es muss eine Begabung sein, denn damals, wir hatten auch noch andere Führer unterwegs, wir waren da 3 Wochen unterwegs, aber sie hat so das Deutsche, auch so die Bedeutung und den Inhalt so gut verstanden und wiedergeben können. Das war also ganz. Also ich bin dankbar, weil ich eben durch diesen Einjährigen oder ich glaube, das war, also mein Studium ging Sommer 1987 zu Ende. Dann habe ich diesen Job angenommen. Ende 88 konnte ich erst ausreisen. Also anderthalb Jahre habe ich dann diese Reiseführung gerne gemacht und dann eben viele Leute kennengelernt. Und sie haben mir wieder die... Wie heißt es? Es gibt dieses Wort integrieren. Also sie haben mir wieder dabei geholfen, Deutschland kennenzulernen und so weiter. Und für mich ist die Familie Behrens dann wie eine Art Ersatzeltern. Also haben Sie wahrscheinlich einen Konflikt dann mit Ihren Eltern auch? Richtig. Richtig. Und die beiden... die beiden, als die beiden mich nach meinen Eltern und was sie interessieren, fragten, habe ich immer blockiert. Mir war das einfach viel zu anstrengend, um sie darüber zu informieren oder überhaupt zu berichten. Und dann, nach meiner Promotion, habe ich angefangen, einen Roman zu schreiben. Auch um anhand einer Geschichte diese Entwicklung, also meinen eigenen Entwicklungsweg zu beschreiben. Aber ich habe mich darum bemüht, keine Biografie zu schreiben, weil ich der Meinung bin, jetzt habe ich hier alles erlebt und habe auch so viele Freundinnen erlebt, die durch ihr nach Deutschland gekommen ist, wie meine Hauptfigur. Das ist eine Pipa-Spielerin, also eine Musikerin. Sie hat dann einen deutschen Mann geheiratet und dann ist sie nach dem Tiananmen-Massaker nach Deutschland gekommen. Da habe ich sie kennengelernt. Und ich bedauere so sehr, sie hat dann nach der Scheidung einen Diplomaten aus der Republik China kennengelernt. Bis zum 15. September hat sie mit ihrem Mann in München gelebt. Und wir haben immer darüber gesprochen, wenn ich meinen Roman veröffentlicht habe, dann könnten wir gemeinsam eine Veranstaltung durchführen. Ich lese meinen Roman vor und sie kann die Pipa spielen. Aber es hat nicht geklappt. Sie haben doch vorhin erzählt, dass Sie bei Pipa 1 Million wunderbar zerquetscht sind und der KP losgesagt haben. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich habe erzählt, dass Sie bestimmte 1 Million und mehr von der KP losgesagt haben in China. Ach so, ja. Das ist nicht nur 1 Million, sondern schon mindestens, ich würde schätzen, 18 Millionen Menschen. Haben denn die eine Chance, in China Arbeit zu bekommen? Es gibt die Möglichkeit, man kann anonym sich austreten. Genau. Und es gibt auch mutige, die öffentlich getan haben. Es gibt Verfolgung, aber es gibt auch Leute, die trotzdem nicht verfolgt werden. Also ich kann jedem sagen, für mich könnte das Regime in Peking jederzeit zusammenbrechen. Es gibt so viele Aufstände. Und das war noch schon vor ein paar Jahren, hieß es schon, alle 5 Minuten gab es einen größeren Aufstand. Mittlerweile gibt es noch mehr. Aber unsere Medien nicht mehr so. Ich weiß. Und deshalb bedauere ich, dass... Wie bitte? Das ist mir völlig neu, dass es da Aufstände gäbe. So viele Aufstände. Also ich bin seit 2000... Also Sie haben ja auch von dieser Jasmin-Revolution gehört.
der Tunesien, dieser. Und da hat es auch in China den Versuch gegeben. Und ich bin deshalb 2011, ne? Die Zeit vergeht, dann bin ich dann bei Twitter registriert. Und seitdem kriege ich so viele aktuelle Nachrichten direkt aus dem Land. Und ich, für mich sieht China ganz anders aus, als was ich eben durch die deutschen Medien erfahren. Und das ist auch unter anderem für mich diese Verpflichtung, dass ich jede Einladung annehme. Früher habe ich gerne die Einladung lieber nicht angenommen, weil ich gar nicht so das Gefühl habe, dass ich so über die politischen Themen reden könnte. Für mich war es schön, wenn ich nur meine Gedichte vortrage. Aber Sie bringen Sie das dann wirklich auch durch vertrauenswürdige Quellen? Ja, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch durch Ihren Sprachvorteil. Ich meine, Sie klar. Verstehen ja dann auch alles, was wir gar nicht, müssen uns ja immer auf die Nachrichten beziehen, die halt einfach offiziell dann bei uns ankommen. Ja. Sie verstehen wahrscheinlich auch sehr viele Zwischentöne. Richtig. Ja, jetzt müssen wir uns auf Sie verlassen. Gerne. Also ich sage jedem, ich fühle mich auch verpflichtet, all meine Freunde, meine Bekannten zu informieren. Ja, ich habe eine Frage, weil ich meine, wenn die Informationen von Freunden über Twitter bekommen, ja. Sind die zensiert? Nein. Twitter ist, also das KP-Regime hat Twitter eigentlich blockiert. Diejenigen, die im Land leben, auf Facebook sowieso und überhaupt, die diese Möglichkeit haben, sie sind schon Profi. Sie können immer andere Wege finden, um zu Twitter. Und die, es gibt natürlich die, wenn Sie nur wüssten, wie viele Leute verfolgt werden. Also ich möchte gar nicht davon sprechen. Ich versuche immer die Nachrichten weiterzuleiten. Also ist die Verfolgung, also dieser Kampf ist so heftig. Und das ist auch, was ich bedauere. Der Widerstand, der chinesische Widerstand gegen das Regime, das ist kein Thema in den deutschen Medien. Und dagegen wehre ich mich ja auch eben mit meinen eigenen Vorträgen und mit meinen eigenen Beiträgen im Internet. Also sobald jemand Twitter postet, wird er sofort verfolgt? Nein, das kommt ganz darauf an, welches Thema und welche Position und so weiter. Das ist so willkürlich. Es gibt, ich kenne eine, die nur fünf Schriftzeichen gepostet hat, schon ein Jahr Haft abgekriegt hat. Also ich meine, ja, Twitter ist gesperrt. Ja. Wie kommt dann die normale Bevölkerung hin, so viele Informationen? Die normale, die können dann die Möglichkeit nicht haben, aber es gibt ja schon sehr viele Internet-Profis und die haben dann immer die Möglichkeit, wie auch immer, Twitter zu benutzen. Und ich habe auf Twitter über 2000 Follows und ich habe geguckt, die meisten sind aus China. Doch, ach, es gibt so viele. Ich diene den KP-Gegner seit 2008 als eine Art Beschwerdestelle auch. Viele Menschen, also Chinesen auch in Deutschland, sie haben Angst, ihre Meinung öffentlich zu vertreten. Dann wenden sie sich an mich und ich muss dann die Stimme erheben. So. Eine Frage. Sie kennen ja beide Gesellschaften sehr gut, die chinesische und die deutsche, ja, Gesellschaft. Mhm. Wie schätzen Sie da die politische Einstellung eines Durchschnittsbürgers ein? Sind die Leute überhaupt politisierbar oder sind sie politisch interessiert? Die Deutsche, ja, oder? In China. In China, das ist, also zuerst mal die Desinformation. Das ist auch, warum ich mich im Internet engagiere. Weil ich weiß,
Also wenn man im Land sitzt, man ist einfach desinformiert. Dann kann man die ganzen Lügen gar nicht durchschauen. Und deshalb habe ich versucht, seit 2003 verschiedene Blogs zu veröffentlichen. Die sind auch hin und wieder versperrt und so weiter. Aber trotzdem, der längste, also der älteste Blog von mir, der hat schon über 2 Millionen Zugriffe. Und also es gibt noch viele andere Chinesen, die das machen. Also sind die Leute in China politisch interessiert an politischen Auseinandersetzungen, so wie das hier im Westen ist? Dass man haben mit Freunden diskutiert über Strömungen und politische Einstellungen? Ja, ich würde gerne Sie darum bitten, denken Sie mal an die DDR, die Situation. Also die Menschen im Land, warum sollen sie sich nicht dafür interessieren? Es geht ja um ihr Leben. Nur durch den Terror, durch die Desinformation, vielleicht sind sie eben nicht so, wie nennt man das, nicht so aktiv. Aber mein Wunsch ist, dass ich mit meine Erfahrungen und auch meine Erkenntnisse mehr Menschen dazu bringen könnte, eben über alles nachzudenken und dann sich selbst zu befreien von dieser Desinformation, von dieser Indoktrination. Angenommen, ich würde Ihren Blog jetzt weiterleiten an Chinesen, chinesische bekannte Freunde, würde ich die in Gefahr bringen durch die Master oder Zensur, die gibt es ja immer bei dem E-Mail-Verkehr? Nein, es gibt so viele Menschen, die das tun. Und ich kann Sie eigentlich nur darum bitten, all die Menschen, die Sie meinen, die Sie sich für China interessieren oder für Tibet interessieren, meinen Blog weiterzuleiten. In China? Ja, natürlich. Ganz einfach. Ich habe ja auf Twitter so viele Follows im Land. Sie kriegen meine Nachrichten so in der Öffentlichkeit. Wenn Sie nicht wegen meiner Tweets verfolgt werden, warum sollen Sie wegen Ihrer Weiterleitung verfolgt werden? Okay. Ja, es geht nicht um mich, sondern eher. Ja, natürlich, das meine ich ja. Sie sind ja nur Empfänger. Das andere Problem ist, ich kann eigentlich mit kaum Chinesen über ein politisches Thema sprechen, weil die eben alle so in Anführungsstrichen gehirngewaschen sind, obwohl sie viel Kritik an der KP üben und obwohl sie sehr kritisch gegenüber der Regierung sind. Ja. Aber die sind alle der Meinung, Tibet, ganz klar, das gehört zu uns. Und da kann man einfach, also das ist uferlos. Ja, das ist ja diese Desinformation. Uferlos. Richtig. Da stößt man irgendwie, obwohl die auch schon hier teilweise waren in Europa, da ist kein, das ist einfach völlig verblendet. Ich weiß, das ist auch völlig hilflos. Man kann nur, also ich versuche eben mein Bestes, die Menschen darüber zu informieren, was ich erfahren und erkannt habe. Und man kann nur anbieten. Ja gut, wie sehen Sie dann die Zukunft für Tibet? Es muss sich in China was ändern, das ist klar. Richtig. Die Menschen mehr Zugang zum Internet wird gesperrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Mehrheit der Chinesen, vielleicht haben sie überhaupt noch nie was von Uiguren und Tibetern gehört, wie sie sagen, die wissen überhaupt nicht, dass sowas existiert. Auch für die anderen Minderheiten interessieren sich nicht. Ich habe allerdings gesehen in Lhasa, wo ich letztes Jahr war, es kommen chinesische Touristen, unvorstellbar viele inzwischen. Ja. Und in Buddha, die sehen es halt als, als Attraktion, aber nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die noch informiert werden. Ich verstehe die chinesischen Reiseleiter doch nicht, was die denen erzählen. Aber sie reisen hier. Sie reisen in Asien wieder zu. Die kommen ja auch mehr nach Tibet, nach Nepal, auch im Westen. Eben. Ist das eine Chance für die Zukunft? Natürlich auch nicht für die breite Masse, die zu reisen können. Die haben schon Geld, die sind auch schon ein bisschen gebildet. Aber die breite Masse, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Tibet oder die Uiguren alle haben einen Arsch vorbei, auf gut Deutsch. Also ich meine, Ja,
Also das ist eine Riesenmenge. Was wäre die Zukunft? Ich glaube, dass in China eine Veränderung stattfindet. So, hier wird es keine Chance, oder? Genau, also ich sage jedem, das ist eigentlich auch, warum ich die Tibet-Initiative unterstütze. All diese Aktivisten möchte ich eben darauf hinweisen, ohne die Veränderung in China gibt es keine Veränderung in Tibet. Das ist ein Ganzes. Also das KP-Regime in Peking hat eben überall seine sozusagen Nutznieße. Dazu gehören Tibeter wie auch Uiguren. Und deshalb versuche ich auch die Exil-Uiguren darauf hinzuweisen, es ist kein Konflikt zwischen Uiguren und Han-Chinesen oder sonst was, sondern es ist ein Konflikt zwischen den Kommunisten und allen anderen Gruppierungen. Und darauf weise ich immer wieder hin. Und man braucht nicht hilflos zu sein, sondern man tut nur im Rahmen seiner Möglichkeit das, was man eben tun kann. Ja, was sind die Chancen für ihn? Und wie Sie gesagt haben, intern gibt es Konflikte von den Wanderarbeitern, von den Millionen, inzwischen, Sie wissen ja, es gibt viel zu wenig Frauen in China, Millionen Männer, die in China nie mehr eine Frau bekommen, leben. Es gibt ja auch soziale Unruhen auch ja zu solchen Themen. Ja. Dann erstarkt ja auch wieder in China auch zum Teil die Religion, ja, den Konfuzianismus, so dass der wieder belebt. Das ist auch eine Chance. Von der Seite gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die ja vielleicht hinweisen können, dass sich von innen her ja richtig ist. Ja, von mir aus gesehen, also ich bin da optimistisch. Bevor die Sowjetunion zusammenbrach, wer hat denn damit gerechnet? Und Honecker hat ja noch davon gesprochen, die Berliner Mauer würde 100 Jahre dort stehen. Also ich denke, es geht für mich zuerst mal darum, die Menschen zu informieren, und der nach Freiheit strebt jeder. Das ist die Frage, wie sehen Sie das? Sind Ihrer Meinung nach die Chinesen bereit dazu, diese Freiheit zu haben? Natürlich, jeder Mensch ist zur Freiheit bereit und auch fähig. Weil ich habe jetzt die Jahre in China gelebt, habe ich versucht, auch die positiven Seiten zu sehen. Nicht nur die zumeist schlechten oder negativen Nachrichten, die man hier im Westen hört. Dinge versuchen zu hinterfragen, okay, was sind auch die positiven Dinge. Und ich muss sagen, ich habe es auch am eigenen Leib erlebt, dass ich jetzt aktuell der Meinung bin, wenn ich den Chinesen generell jetzt wirklich von jetzt auf nachher diese Freiheit geben würde, ich glaube, das würde nach hinten losgehen. Diese Befürchtung habe ich nicht. Also wir haben ja auch jetzt diese Regenschirmrevolution in Hongkong mitgekriegt. Man muss, also es gibt einen Standpunkt oder einen Stand, wo man dann, also es gibt Grenzen. Also die Hongkong-Chinesen, also ein Drittel der Hongkong-Chinesen sind Flüchtlinge aus dem Festland oder ihrer Nachkommen. Und sie haben auch lange mitgemacht. Und dann irgendwann, jetzt müssen sie auch auf die Straße gehen. Ja, aber ich meine, das ist ein kleiner Teil, ich denke mal, Hongkong ist auch was anderes als Mainland China. Ich meine, es gibt ja so viele verschiedene kulturelle Gruppen, die ich, meines Erachtens nach mit harter Hand irgendwie führen muss, um überhaupt, irgendwie ein bisschen den Frieden zu erhalten. Also ich bedauere also ich würde sagen, wenn Sie 3 Jahre in China gelebt haben, dann sind Sie schon gefärbt, was diese Meinung betrifft. Ich bin grundsätzlich der Meinung, also gerade das chinesische Volk oder auch das tibetische, die sind so friedfertig. Wenn man sie in Ruhe lässt, dann gibt es nur Harmonie und sonst was. Aber wegen des KP-Regimes, also die Kommunisten haben 3 Generationen mindestens vergiftet. Und dieses Phänomen, ich weiß, wovon Sie reden, aber ich würde sagen, ohne das System
zum Umsturz zu bringen, dann können sich die Menschen gar nicht wirklich so entwickeln, wie sie eigentlich sind. Das heißt, wenn sie jetzt brutal sind, dieser Grund liegt an dem System und nicht an dieser Menschen. Ich hoffe, dass ich klar ausgedrückt habe. Aber wahrscheinlich braucht jede Gesellschaft eine Form von Regierung, weil sonst Anarchie herrscht. Ja. Ist die Alternative wahrscheinlich eben auch schwierig? Nein. Also dagegen gibt es so viele Beispiele. Also die Republik China hat 1911 existiert, ist immer noch in Taiwan. Und da gibt es so viele Chinesen, die sind so eng aufeinander angewiesen. Ja, in Taiwan funktioniert es. Eben, und warum soll es dann im Festland nicht funktionieren? Also dieser sogenannte manchmal, mir fehlt die passenden deutschen Wörter dafür. Das ist eine pure, für mich, Ausrede, um zu sagen, dieses System hat auf der ganzen Welt nirgendwo funktioniert. Und auch in China nicht. Nur die Kommunisten in China sind brutaler, sind auch heimtückischer. Und deshalb denken Sie mal daran, mit dem Massaker, mit dem Panzer, also die DDR-Führung hat sich nicht zugetraut, mit Panzer auf die Menschen, genau. Und das KP-Regime in Peking hat sich aber erlaubt, über etwa 200.000 Soldaten, also nach Peking zu schicken, um die Studenten niederzuschießen. So brutal ist dieses KP-Regime. Und das Volk im Land hat schon 65 Jahre gelitten. Frage, also ich verstehe, dass Sie die Kommunistische Partei loshaben wollen, so schnell wie möglich. Was mich jetzt interessiert würde, stellen Sie sich den Übergang vor? Also Leute, die, Sie sagen, 65 Jahre, ja, sind die Menschen unterdrückt, sind sie desinformiert worden, ja, haben sie nicht gelernt, eine Sozialstruktur aus sich heraus, eine demokratische Struktur aufzubauen. Ja. Wie stellen Sie sich den Übergang vor von einer, ich sage es mal, abgeschafften kommunistischen Partei? Wie soll dann die Gesellschaft, dieses riesige Volk in China, sich selbst verwalten oder verwaltet werden oder zu einer Demokratie geführt werden? Oder wie ist Ihre Vorstellung von einem China außerhalb der kommunistischen Partei? Meine Vorstellung ist die Die Republik China existiert ja noch. Die Grundverfassung existiert auch. Man muss nur ins Festland übertragen. Also für mich, alles kommt von alleine. Einen Schlag auf ein paar Milliarden Menschen übertragen und dann funktioniert das. Was ich angespielt hatte, dass wenn ich einem Volk, was wirklich die letzten Jahrzehnte so beherrscht wurde und ihnen vorgegeben wurde, wie sie zu leben haben, ja, wie sie zu denken haben, wenn ich dieses Volk nämlich innerhalb kurzer Zeit die Freiheit schenke, jeder soll frei denken kann, frei handeln kann, dann, also darauf kann ich Ihnen noch sagen, Sie brauchen, also ich mache mir zum Beispiel dieser Sorge nicht, wissen Sie warum, seit abgesehen von der Republik China, seit den 70er gibt es politisch engagierten Chinesen, die schon so viele Gedanken gemacht haben, die schon so viel publiziert haben. Sie sind entweder im Gefängnis oder sie sind im Exil. Sie haben schon alle möglichen Lösungen und Wege publiziert. Und ich nehme zwar vieles zur Erkenntnis, aber ich selber bin nicht politisch
ambitioniert. Und ich fühle jetzt, ich versuche jetzt nur meine Rolle als Autorin, als Exilchinesin zu spielen. Also ich kann Ihnen aber versprechen, es gibt alle möglichen Rezepte, um die alle möglichen Probleme lösen zu können. Es gibt so viele intelligente Chinesen, also ich habe auch etliche persönlich kennengelernt. Naja, jetzt gibt es auch genug Probleme. Man kann machen, was man will. Es wird weitere Probleme geben, aber lieber in Richtung Freiheit als in weitere Unterdrückung. Eben. Ich hätte jetzt schon noch eine Frage der Differenzierung. Also die Chinesen gibt es ja wahrscheinlich genauso wenig wie